Zwischen Baby-News und Schuldgefühlen. Bushido und seine Anna-Maria privat wie nie. Eigentlich sind der Rapper und seine Frau nicht dafür bekannt, besonders viel über ihr Leben abseits des Rampenlichts preiszugeben. Doch jetzt plaudern die beiden darüber ganz unverblümt. Erst vor wenigen Tagen gibt das Paar bekannt, dass es eineiige Drillinge erwartet und damit bald 7 gemeinsame Kinder hat. Damit geht für Bushido und seine Liebste ein großer Traum in Erfüllung. Dass sie mit gleich 3 Babys beschenkt werden, weiß der 42-Jährige angeblich sogar als Erster, wie Anna-Maria im Bunte-Interview verrät. Als mein Mann und ich das erste Mal gemeinsam beim Ultraschall waren, war er es, der das dritte Kind entdeckt. Noch vor der Ärztin. Anis, wie der Berliner mit bürgerlichem Namen heißt, kommen damals daraufhin die Tränen. Die Freude seiner Frau hält sich zunächst allerdings noch etwas zurück. Ich hatte einfach nur Panik. Inzwischen freue ich mich auch riesig auf unsere Wunschbabys. Bushido will immerhin schon seit 5 Jahren weiteren Nachwuchs. Anna-Maria kann sich mit dieser Idee aber erst im vergangenen Jahr anfreunden. Trotz der Baby-News ist die Zeit für das Paar momentan keine einfache. Bushido steckt mitten im Prozess gegen den Clanboss Arafat Abu Chaka. Dort streiten sich die beiden über ihre ehemaligen Geschäftsbeziehungen, die damals unter anderem auch Bushidos Ehe belasten. Nachdem sein einstiger Freund Arafat ihn und seine Frau beleidigt, stellt Anna-Maria ihm ein Ultimatum. Entweder sie oder der Clan. Die Schwester von Sarah Connor erklärt: Loyalität ist für mich das Allerwichtigste in einer Ehe. Ich erwarte von meinem Mann, dass er sich hinter mich stellt, wie ein Baum. Spüre ich, dass er nicht auf meiner Seite ist, um unsere Familie zu beschützen, kann ich ihn nicht mehr lieben. Dazu bin ich zu stolz. Da sind dann auch 5 Kinder kein Grund für mich zu bleiben. Doch Bushido will seine Frau nicht verlieren und stellt sich auf ihre Seite. Später geht er sogar zur Polizei und sagt gegen Arafat aus. Ein riskanter Schritt, mit dem er seine Familie in Gefahr bringt. Seitdem stehen er, Anna-Maria und ihre Kinder unter Polizeischutz. Bushido plagen deswegen große Schuldgefühle. Wie er verrät, befindet er sich mittlerweile sogar in Therapie. Ich gehe seit langer Zeit 2-mal in der Woche zu einem Psychologen. Ich neige zu depressiven Phasen, da hilft es mir zu reden. Mit meiner Frau kann ich das zum Glück auch, stundenlang. Es gibt außer ihr keinen anderen Menschen, mit dem ich alles teilen will, wenn es mir schlecht oder gut geht. Anna-Maria sieht das ganz genauso. Ihre Verbundenheit zueinander sei etwas sehr Besonderes. Vor allem nach dem, was sie durchmachen. Sie halten zusammen, komme, was wolle.